findet, dass du Partei ergreifst. Aber geht das nicht ein bisschen weit? Ich liebe Tobias schon lange. Ins Büro. Jetzt. Du bist emotional durcheinander. Solche Leute haben ein Radar dafür. Er nutzt dich aus. Ich gehöre auch zu solchen Leuten. Und zwar schon immer. Es tut mir leid, dass du es so erfährst. Ich habe jetzt keine Zeit für solchen Unsinn. Ja, wir reden später weiter. Wenn der da draußen weg ist, ist alles wieder normal. Glaubt halt lieber, dass du mich verführt hast, anstatt zu akzeptieren, dass dein Sohn schwul ist. Jetzt ist es endlich raus. Das ist ein gutes Gefühl, oder? Was du vorhin gesagt hast. Die drei Worte. Ja. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Boris ist nicht verwirrt. Er wurde auch nicht manipuliert oder verführt. Er war schon immer so. So ein Quatsch. Ach, Christoph. Wie du es immer schaffst, dir deine Realität zurechtzubiegen. Schreckst davor nichts zurück, um einen Keil zwischen Boris und mich zu treiben, ne? Wenn du es nicht wahrhaben willst, bitte. Ich freue mich jedenfalls sehr für Boris, dass er endlich zu sich selbst steht. Naja, vielleicht braucht dein Vater einfach nur noch ein bisschen Zeit. Ich glaube nicht, dass das was ändert. Was ist, wenn er mir nie verzeiht? Ich bin bei dir. Egal, was passiert. Zusammen kriegen wir das schon irgendwie hin. Du machst gerade eine schwierige Phase durch und ich habe keinen Funken Verständnis für dich. Das ist keine Phase. Sie waren doch mit meinem Sohn zusammen, richtig? Ja. Wie war das so? Wir waren hier ein Paar. Ja, das stimmt. Wir waren nur gute Freunde. Das ist jetzt nicht wahr. Du hast mir die ganze Zeit was vorgemacht. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Das Einzige, was zählt, ist die Familie. Ich war wohl nicht immer der beste Vater. Aber ich werde euch nie im Stich lassen. Ich wollte dich nie enttäuschen. Und erst recht nicht verletzen. Warum hast du es dann getan? Es ist mir schwer gefallen, dich die ganze Zeit anzulügen. Aber ich hatte Angst davor, wie du reagierst. Ich wollte unsere Beziehung nicht aufs Spiel setzen. Das Bild habe ich dir zum Geburtstag gemalt, als ich 4 war. Du hast dir wirklich Mühe gegeben. Hier, deine Klamotten. Papa, den Rest bitte. Kannst du später abholen. Nimm dein Zeug und verschwinde! Und bis heute Abend hast du deinen Schreibtisch geräumt. Du und ich. Wir sind fertig. Du bist nicht mehr mein Sohn. Ich finde den auch echt scheiße. Scheiße. Fürs Erste kannst du auf jeden Fall hier bleiben. Paul hat sicher nichts dagegen und ich meine, Victor ist immerhin dein Bruder. Die Wohnungsfrage habe ich schon geklärt. Tina hat ein Zimmer frei und sie freut sich. Ich hätte mich auch gefreut. Aber es
gut, dann suchen wir uns halt wann anders mal eine gemeinsame Wohnung. Du, sei mir nicht böse, aber ich habe dafür gerade echt keine Nerven. Der Junge liebt eben Jungs. Und wenn schon, dass du Opa wirst, dafür hat Victor ja bereits gesorgt. Oder hast du noch ein anderes Problem? Was weißt du schon? Also wenn einer meiner Söhne schwul wäre, würde ich ihn nicht verstoßen. Ich liebe meine Kinder. Und zwar so, wie sie sind. Und nicht so, wie ich sie gerne hätte. Darüber solltest du mal nachdenken. Und du solltest weniger saufen, anstatt hier so blöd rumzuschwadronieren. Denkst du, dein Vater lenkt noch ein? Keine Chance. Diese ganzen Lügen, jahrelang und... sind jetzt vorbei. Hm? Wie wär's, wenn wir das ein bisschen feiern? Eine Coming-out-Party oder was? Ja. Ich koche uns was Leckeres. Zur Feier des Tages darfst du sogar aussuchen, was? Nudeln oder Nudeln? Nudeln. Mein Vater ist echt knallhart. Erst feuert er Tobias und jetzt sogar seinen eigenen Sohn. Aber ihr habt uns ganz schön an der Nase rumgeführt. Auf die Liebe. Ganz schön heftig, sowas so lange für sich zu behalten. Ich wusste ja, wie mein Vater reagieren wird. Auf einen weniger, der mir bei den Ladies in die Quere kommen kann. Ach, das hab ich gehört. Das war nur ein Scherz. Ich bin sowas wie der Matchmaker des Abends. Wieso? Stichwort Crosslove. Ohne mich wäre zwei Hübschen bestimmt immer noch nicht zusammen. Aber gern geschehen. Boris, ich weiß, ich habe dir dazu geraten, dich vor deinem Vater zu outen. Aber ich hätte wirklich niemals gedacht, dass er so streng reagiert. Tja, ich wusste es. Aber ich bin trotzdem froh, dass es raus ist. Aber es tut weh. Ich weiß nicht, ob mein Vater je nochmal mit mir reden wird. Dafür sind wir alle für dich da. Stimmt. Mit dir und Tobias an meiner Seite wird es mir gut gehen. Ich bin gleich wieder im Büro, ja? Herr Saalfeld! Herr Saalfeld! Herr Saalfeld, bitte! Ich weiß, dass Sie enttäuscht sind, aber für Boris war das auch nicht einfach. All die Jahre zu lügen, nur weil er Angst hatte, dass Sie ihn nicht akzeptieren. Einen wunderschönen guten Morgen, die Herren. Ich mache eine Umfrage zum Thema Bier. Kein Interesse. Es sind aber nur ein paar Fragen. Was ist Ihnen an einem schönen Glas Bier das Wichtigste? Schaum, Preis, Geschmack, oder? Oh, yeah, you are.